Taxi und Ferry bei dolomitenstadt.at. Cheer! Hallo meine schönen Freunde. Außer du. Du am PC, schneid da mal die Haare. Also ich bin der Fitzi von Fitzi und Ferry. Richtig heiße ich Marius Fietz. Ich rap jetzt circa seit 3 Jahren und mit ihm 2,5 Jahre. Ja, ich bin der Ferbi, Daniel Fürhabter. Ja, ich bin da eigentlich zu der Musik schon ganz früh gekommen. Also ich habe mir schon die Eminem-Show angehört und die ganzen alten Sachen. Und mit dem Fitzi habe ich eben im Gymnasium getroffen, im ersten Gymnasium. Und wir haben eigentlich dann immer die gleiche Musik dann gehört. Und irgendwann sind wir halt dann auf die Idee gekommen, ja, machen wir mal ein Lied oder so. Gell? Dann haben wir halt einfach irgendeine Beats genommen, vom Internet rübergezogen, mit dem Headset so rein und die ganze Zeit reingeredet. Also am Anfang war es ein bisschen schrecklich, aber mittlerweile sage ich, das muss schon gut sein. Also unsere Musik ist einzigartig. Wir haben schon Party-Rap vor Frauenarzt gemacht. Das will ich nur mal so betonen. Der ist erst dann nachgezogen. Also hat uns komplett gefaked. Und wir würden uns als Partykanonen bezeichnen. Alter, das war schwul, Alter. Also wir machen das so. Das Studio ist bei mir daheim, in meinem Zimmer. Er kommt zu mir, wir rufen uns halt zusammen, wann er Zeit hat oder ich. Er kommt, dann suchen wir uns irgendwo von meinen ganzen Beats am PC irgendwann aus, der was uns halt gerade gefällt, was zu unserer Stimmung passt. Nachher schreiben wir getrennt unsere Texte, also er in einem Block, ich in einem Block. Nachher rappen wir uns die vor, wenn irgendwer irgendwas zu meckern hat, dann wird das auch ganz klar gesagt und dann wird das ganz normal aufgenommen. Ja, ich war ein Spitznamenkrieg, Captain Hook. Er hat manchmal nicht so einen Bock, die in Refrain zu schreiben. Hook heißt Refrain, nur mal so, falls das irgendwer nicht war, so. Und ja, aber im Endeffekt kommt es darauf aus, dass wir einfach uns niedersetzen, schreiben. Und manchmal trinken wir halt dann auch Bierle dazu oder mehrere Bierlen und vielleicht kommen auch die Texte deswegen, werden ein bisschen beeinflusst von dem Bier. Ja, Bier. Bier ist gut. Ja. Dann ganz nah an sie ran, morgen steh ich wieder auf und putz mir wieder meine Zähne. Ich geh wieder rein ins Zimmer, als ich eine Frau da sehe. Das ist der Alltag. Also wir spielen bei unserem Konzert nur unsere Lieder, also die Beats haben wir weiterhin vom Internet. Aber die Texte, alles selber geschrieben, alles aufgenommen worden, bei mir daheim, habe ich mir ein Studio eingerichtet und ja. Da eben manchmal, jetzt haben wir bei Dolomitenmania haben wir einen gehabt, da von Stylefly, der tut da auch ein bisschen mit uns bei den Konzerten manchmal umbreaken und so, weil wir sind noch nicht so talentiert da drinnen, vielleicht waren wir es gern, aber ist halt nicht so. Ich weiß nicht, wie der Fitze darüber denkt, sag's einmal. Naja, eher nicht so, ich bin nicht so der Tänzer-Typ. Also, Fitzi und Ferbi Konzert im Kolpingsaal am 26. Februar. Einlass 8 Uhr und Beginn 9 Uhr. Und aus ist ungefähr so um 11 Uhr. Also, kämpft's alle und habt Spaß. Ah, yeah! Danke an dolomitenstadt.at. Es war sehr nett, da das Interview zu führen und wir bedanken uns recht herzlich dafür, dass wir das auch machen dürfen. Ich sag Nigga, what's poppin'? Alltag, jeden Tag, Alltag, ist nicht Fahrt, Alltag, alles rein, Alltag, sauf jetzt ein. Ich mach jeden Tag das Gleiche, nur auf meine Art und Weise. Ich will das droppen. Ich sag Nigga, what's poppin'? Es ist früh am Morgen, ich steh auf und putz mir meine Zähne. Ich geh wieder rein ins Zimmer, als ich eine Frau da sehe. Ich denk mir, wie kann das sein? Wie ist das denn bloß passiert? Ich hab doch gestern so gekotzt, hat sie das so fasziniert. Plötzlich fällt mir alles ein, ich hab sie in den Park getroffen. Ich weiß nicht mehr so genau, doch ich hab schon so viel gesoffen. Mir fällt nur mehr eines ein, ich hau jetzt ab, lass sie.